Im ersten Teil dieses kleinen Tutorials machen wir ein Projekt mit dem Smart Package Robot und das ist in diesem Fall ein kleiner Password Safe, mit dem wir für die folgenden Tutorials dann die Passwörter für unsere Weblogins verschlüsselt speichern können. Und wir sind schon mitten im Projekt. Projekt, neues Projekt. Hier geben wir den Namen des Projekts ein, das heißt Passwort Safe. Ich klicke nun hier auf Accept und was jetzt passiert ist, dass der Editor des Smart Package Robot ein neues Projekt anlegt und einen Ordner dafür erzeugt. Und hier haben wir schon die erste Datei und jetzt geht es auch schon los. Also was ich möchte ist, ich tippe ein Login und ein Passwort in eine Maske und beide werden dann verschlüsselt in eine Datei gespeichert. Die Datei heißt secret.pwd. Das schreibe ich jetzt erstmal hier hin. Ich brauche natürlich zum Verschlüsseln auch noch einen Key. Dieser Key wird später für die Verschlüsselung verwendet. Jetzt kommt der Teil, wo ich etwas eingebe. Das heißt, ich brauche einen Befehl mit einer Maske. Ich weiß jetzt natürlich, wie der heißt. Ich gebe also den Befehl ein, drücke auf F1, dadurch kommt dann immer die Hilfe. Und das ist in dem Fall der GUT-Befehl. Wenn ich ein bisschen runterrolle, sehe ich hier auch ein Beispiel, wie das funktioniert. Also nach GUT kommt hier der erste Teil. Das ist dann das, was hier steht. Und das hier ist das, was hier oben als Fenstertext kommt. Und hier kann man einen Default-Text angeben, den werde ich leer lassen. Was ich noch hinschreiben werde, ist P4. Das ist eben die Variable, in die das Ganze dann reingespeichert wird. Also sieht bei mir der ganze Befehl so aus. Dollar Dollar Log ist die Variable, in die dann das Passwort kommt. Ich will das mal kurz zeigen, dass es auch funktioniert. Dann kommt also dieses Fenster. Hier steht Password Safe. Please enter the login. Und dann gebe ich hier zum Beispiel ein Signal. Tippe Enter und dann sagt er hier, da, Dollar Log ist Signal. So, hat also funktioniert. So, als nächstes brauche ich eine Maske, wo ich ein Passwort angeben kann. Das heißt, im Prinzip brauche ich genau das Gleiche, nur an der Stelle will ich jetzt natürlich Sternchen haben. In so einem Fall kann man einfach runterrollen. Hier unten stehen ja dann immer Befehle, die ähnlich sind oder in Zusammenhang stehen mit dem Befehl, bei dem man gerade ist. Und hier sehen wir, GUP gibt es auch, Get User Password. Dann klicke ich einfach da drauf und dann sehe ich, das ist im Prinzip ganz genauso aufgebaut, nur habe ich jetzt halt solche Sternchen, statt dass man es im Klartext sehen kann. Die Variable, in die ich das Passwort reinmachen will, heißt in dem Fall Dollar Dollar PWD. Und im nächsten Schritt habe ich jetzt natürlich zwei Dinge. Ich habe einmal eine Variable mit dem Login, einmal eine Variable mit dem Passwort und beide will ich in eine Datei speichern. Das heißt, ich muss jetzt erst diese beiden Texte mit beliebiger Länge in eine Variable bekommen, die ich dann in die Datei speichern kann. Sonst müsste ich es ja in zwei Dateien speichern. Dafür haben wir im Smart Package Robot die Block-Technologie, mit der wir beliebig viele Variablen zu einer Variable zusammenfassen können. In dem Fall ist es der Befehl CNB, Create New Block. Das heißt, wir sagen hier CNB, dann sagen wir, die Variable vom Block heißt zum Beispiel Dollar Dollar Blo. Wir sagen dann, wie viele Elemente wir zusammenfassen wollen zu einem. In dem Fall ist es nur Login und Passwort, das heißt, hier kommt dann eine 2. Sieht das Ganze auch schon so aus. Damit haben wir jetzt die beiden Login und Passwort zusammengefasst in einer Variable Dollar Dollar Blo. Und Passwort. Also Signal und Passwort habe ich jetzt mal eingegeben. Im nächsten Schritt will ich das jetzt gar nicht groß verschlüsseln, sondern speichere das einfach mal in eine Datei rein.
mit copy-to-file. Das heißt, hier haben wir den Dateiname, das ist also Desktop Secret Password und das speichern wir hier in diese Datei rein. Also das hier ist die Variable, die hier reingespeichert wird. Und dann geben wir einfach noch eine Meldung aus. Hallo. Ich bin fertig. Und beenden das Skript. So, jetzt bauen wir noch ein Skript, das genau diese Geschichte wieder einliest. Und das nenne ich einfach mal File Save Text As Password. Das kann ich dann später von einem anderen Skript aus aufrufen, um mein Passwort zu bekommen. Was ich hier auf jeden Fall im Moment mindestens zu Testzwecken brauche, ist wieder der Dateiname und später der Key für die Verschlüsselung. Die schreibe ich jetzt einfach mal dahin. Ich muss ja jetzt diese Passwortdatei, die wir mit dem anderen erzeugt haben, hier einlesen. Dazu nehme ich Copy from File. So, bevor wir weitermachen, will ich das jetzt einmal ausprobieren. Ich starte das einfach mal. Enter the Login. Ich sage jetzt mal, Login ist Signal und Passwort ist Password. Passwort-File ist on the desktop, sagt er. Und tatsächlich, da oben haben wir eine Passwortdatei. Die hat 28 Byte. Note, das ist besser. So, ich ziehe das mal da rein. Und dann sehen wir hier vorne, es sind irgendwelche Binärinformationen und dann kann man aber immer noch im Klartext lesen, Passwort. Das wollen wir ja später auch mit der Verschlüsselung ändern. Schauen wir mal, ob wir unser Login und Passwort zurückbekommen. Wir müssen jetzt diesen Block, den wir kreiert haben, der ist ja jetzt hier wieder drin, den müssen wir jetzt wieder zerlegen. Und der richtige Befehl dafür ist GBE, Get Block Element. Schauen wir uns das kurz an. Hier haben wir Get Block Element und die Parameter davon sind P1, ist die Blockvariable, P2 ist die Nummer des Elements und P3 ist die Variable, die das Resultat bekommt. Also GBE, da kriege ich jetzt den $$Block. Dann sage ich ihm, ich will hier Element 1 und das war ja dann mein Login. Das gleiche mache ich gerade nochmal mit Element 2 und dann habe ich auch schon mein Passwort. Damit habe ich den Block auch gleich wieder zerlegt. Noch ein Hinweis, Copy from File bedeutet, lese den Inhalt einer Datei in eine Variable. Also hier haben wir den Dateinamen, das ist der da. Und $$blow enthält den Inhalt der Datei. Also das ist der Inhalt dieser Datei. Den zerlegen wir und dann haben wir hier schon wieder unser Login und Passwort, was zu beweisen wäre. Login. Passwort. So, ich lasse es mal laufen. Das muss jetzt hier im Debug-Fenster erscheinen. Also da steht's. Login, Signal, Passwort ist Passwort. So, das bedeutet hier, unsere Idee funktioniert soweit. Dann setze ich jetzt hier ein Add. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt wollen wir die Verschlüsselung einbauen, denn soweit wird es uns nicht viel bringen. Wir wollen ja, dass das Ganze verschlüsselt gespeichert wird. Und zwar, es soll mit diesem Key hier verschlüsselt werden. Zu dem Zweck gibt es jetzt ein paar kleine Änderungen. Das ist in diesem Fall der Befehl GEC oder Get Encryption. Man findet es in der Hilfe leicht, wenn man sich das mal anschaut. Und dann kommt man hier zu Mathematical and Algorithmic Operations. Und da ist es drin. Da ist also Mathematik, Algorithmen, Hash-Werte und natürlich auch dann Verschlüsselung.
Get Encryption und das ist der Befehl, den wir hier nehmen. Wir könnten jetzt hergehen und das Copy vom File stehen lassen und einfach sagen, nimm den Inhalt der Variable und verschlüssele den vor dem Abspeichern. Also hier, da haben wir ja unser Login und Passwort in einer Variable und den könnten wir jetzt mit GEC einfach verschlüsseln. Aber das GEC hat die Möglichkeit, auch direkt mit Dateien zu arbeiten, sodass wir uns diesen Befehl hier dann sparen können. Sehen wir uns mal die Parameter an. Als erstes kommt ein Prototype, das heißt, da sagen wir dem Befehl, was er eigentlich tun soll. Dann kommt eine Variable, die enthält entweder das, was verschlüsselt werden soll, oder den Dateinamen. Was von beidem das ist, geht aus dem Prototyp hervor hier. Dann kommt in P3 unser Key, das wird auf jeden Fall das hier sein, als dritter Parameter. Und in P4 haben wir dann die Variable mit dem Dateinamen oder die Variable mit dem Resultat, je nachdem wie der Prototype aussieht. In unserem Fall sieht der Befehl nun so aus, das heißt wir sagen GEC E, E bedeutet er soll es verschlüsseln, lässt man das E weg, entschlüsselt er es wieder. Das heißt, in unserem anderen Skript hier werden wir das E weglassen. So, dann kommt ein O. O bedeutet Output Result to a File. Das bedeutet, wir haben das Copy to File hier schon drin. Er wird direkt in die Datei $PET reinschreiben. Und dann haben wir noch eine Zahl hier, das ist die 4. Das ist die Verschlüsselungsstärke. Die können wir an dieser Stelle beliebig angeben. Und wir haben dann hier eine kryptografische Verschlüsselung angewendet. Und jetzt müssen wir das Ganze noch rückgängig machen. Dann sind wir auch schon am Ziel angelangt. Wie sehen jetzt die Parameter hier aus? Hier ist das Ganze gerade umgekehrt. Hier sparen wir uns das Copy vom File, weil ja auch der GEC-Befehl nicht nur in eine Datei reinschreiben kann. Er kann auch mit dem Parameter F Input vom File machen. Darum sieht in unserem Fall das Ganze so aus. Get Encryption F. Die Verschlüsselungsstärke muss die gleiche sein wie hier, sonst kriegen wir ganz andere Resultate. Und dann sagen wir eben $PET ist der Input-Dateiname, da holt er sich sein Ding. Das ist der Schlüssel, mit dem das Ganze dann entschlüsselt wird, weil hier kein E wie Encrypt angegeben ist. Und das Resultat kommt in die Variable $blow. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren Block entschlüsselt und den zerlegen wir wieder hier mit getBlockElement in seine zwei Teile und dann müssten wir hier wieder unser Login und Passwort haben. Probieren wir es mal aus. $PAT. Wenn die Datei nicht existiert, habe ich damit auch kein Problem, denn der del-Befehl bringt dann keinen Fehler, sondern läuft einfach weiter. So. Also, wir sehen, die Datei ist gelöscht worden. Jetzt gebe ich mal ein Login und Passwort ein, wieder Signal und Passwort. Passwort-File ist on the desktop. So, was wir hier sehen ist, dass die Datei jetzt ein bisschen an Größe gewonnen hat. Die hat aber auch nur 32 Byte. Und wenn wir die jetzt in einen Notepad reintun, wird dann nichts mehr zu lesen sein. Die ist jetzt total verschlüsselt. Ja. So, jetzt testen wir das Ganze einmal. Als Login nehme ich mal Signal und als Passwort nehme ich Passwort. Passwort-File ist on the desktop. Hier ist mein Passwort-File. Jetzt will ich die Daten wieder zurück und die müssen dann hier unten erscheinen. Jawohl, Login ist Signal, Passwort ist Passwort. Damit sind wir fertig mit dem ersten Teil des Tutorials. Kommen wir dann zur Verwendung dieses Passwort-Save für verschiedene Weblogins.
Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie heutzutage im Internet? Das Internet, das kann sein das Intranet in Firmen, aber es kann natürlich auch sein das World Wide Web, das eigentlich die meisten Leute benutzen. Manche dieser Sachen, die wir tun, sind vielleicht auch automatisierbar. Zum Beispiel mit dem neuen fantastischen Smart Package Robot. Wir nehmen mal als Beispiel ein einfaches Login zu Facebook. Genau, ein Login für meine Facebook-Seite. Und die machen wir jetzt mal mit dem Smart Package Robot. Da kann man schön zeigen, wie die verschiedenen Techniken angewendet werden. Wir starten wie immer mit einem neuen Projekt. Und das Ganze heißt natürlich Facebook Login. Der Editor legt wie immer ein neues Projekt an und öffnet den entsprechenden Ort. Für ein Login braucht man Login und Passwort. Normalerweise würde ich schreiben $log ist gleich my Login und $pwd ist gleich my Password. Aber nicht nur, dass dann jeder in diesem Video hier mein Login und Passwort für Facebook kennen würde. Das ist natürlich auch für unser Skript nicht so sonderlich geheim. Was wir machen wollen, ist, wir nutzen unser Unterprogramm aus dem vorigen Video, bei dem das Passwort verschlüsselt in eine Datei abgelegt wird und rufen das einfach auf. So, da ist es auch schon. Es heißt nämlich getPassword. Wenn ich das hier reinziehe, erscheint es hier, also das ist unser Unterprogramm. Das wird hier diese Datei secret.passwort lesen, entschlüsseln, das macht alles dieser Befehl hier, und dann Login und Passwort aus dem Resultat wieder herausnehmen und in die Variable $log und Passwort reinspeichern. Mit diesem ENR-Befehl kehrt das Unterskript zurück zum Hauptskript. Muss ich also nur das Skript hier aufrufen, damit man auch weiß, was hier passiert. Und ein Unterskript aufrufen ist ganz leicht. Ich ziehe das mit Drag und Drop hier rein und lasse es fallen und damit habe ich dann auch schon meinen Code. Da habe ich also mein Login und Passwort schon festgelegt. Wir wollen eine Web-Automatisierung machen. Dazu brauchen wir einen Browser. Damit steht auch der nächste Schritt schon fest oder schauen wir uns den nochmal an. Erstens für den Mini-Browser, den wir hier verwenden, die Position und die Größe festlegen. Feststellen, ob er nach dem Ende des Skripts weiterlaufen soll. Das wollen wir ja hier. Ich will ja dann vielleicht in Facebook surfen. Und wir müssen natürlich sagen, dass er Facebook aufmachen soll und den Mini-Browser starten. Das alles machen wir mit einem einzigen Befehl und der heißt LBR Launch Browser. Damit fangen wir eigentlich unsere Web-Automatisierung an. Launch Browser, hier legen wir fest, dass er weiterleben soll, wenn das Skript beendet ist. Würde ich hier eine 0 reinschreiben, würde der Mini-Browser automatisch zugehen, wenn sich das Skript beendet. Hier schreibe ich die Position rein, 00, das ist ganz links oben hier. Größe vom Mini-Browser schreibe ich hier rein, das ist also 1060.x und 700.y. Seite, die ich öffnen will, ist eben Facebook. So, und dann sage ich ihm, WBR, Wait Browser, er soll also warten, bis die Seite geladen ist. Jetzt haben wir schon so viel geschrieben, jetzt schauen wir uns auch mal an, was bis jetzt passiert. Ich starte das mal. Er geht in das Unterskript mit dem Passwort. Er startet den Browser mit der richtigen Größe, Position und Startseite. Und er wartet mit dem WBR, bis die Seite geladen ist. Genau so wollten wir das haben. Auf zum nächsten Schritt. Als nächstes müssen wir das Fenster lokalisieren. Wer schon ein paar Sachen mit dem Smart Package Robot gemacht hat, der weiß, dass wir immer ein Fenster, bevor wir es bedienen, erstmal lokalisieren. Das ist einfach, dass wir dem Robot sagen, pass auf, das ist das Fenster, in dem wir jetzt was machen wollen. Und dazu verwenden wir hier ganz einfach den Befehl cbrgw. Das kommt von getWindow. Wer will, kann es auch ausschreiben. Also cbrgetWindow sagt dem Robot, da, unser Browserfenster, was wir zuletzt mit LBR gestartet haben, was im Moment im Vordergrund ist, das wollen wir bedienen. Hier oben haben wir noch ein Label.
Den brauchen wir erst später. Und wozu brauchen wir den Label? Was ist, wenn wir jetzt den Browser mit Facebook starten und wir hatten beim letzten Mal dieses Häkchen hier gecheckt, angemeldet bleiben? Dann würde er sofort in Facebook reingehen und er würde uns nicht hier diese Anmeldeseite bringen. Das heißt, wir bräuchten uns gar nicht anzumelden, wenn das Häkchen hier gecheckt wäre. Es könnte auch sein, jemand anders hat sich hier in Facebook eingeloggt und hat das Häkchen gesetzt. Oder ich mit einem anderen Account hätte das Häkchen gesetzt, aber ich will jetzt rein mit diesem Account. Also, das ist der Grund, warum wir das hier tun. Setzen hier ein Label, dann können wir später uns ausloggen und uns dann automatisch wieder einloggen. Der nächste Schritt ist, dass wir schauen, ob wir überhaupt auf diese Seite hier kommen oder ob wir schon im Facebook drin sind. Und das machen wir ganz einfach, indem wir hier nach diesem Text suchen, E-Mail oder Telefon. Wie geht das jetzt? Wie sucht man auf einer Webseite nach so einem Text? Das geht so, ich habe hier unten in den ACC Objects Inspector geschaltet. Dieses Tool hier zeigt uns die Eigenschaften von diesen Elementen in einem Browser zum Beispiel an. Ich fahre jetzt auf dieses E-Mail oder Telefon. Das ist das, was ich jetzt mal ausgesucht habe. Ich hätte auch aussuchen können, den Button anmelden. Der ist auch nur da, wenn man sich anmelden kann. Aber ich nehme jetzt mal hier E-Mail oder Telefon. Jetzt schauen wir mal in den ACC Objects Inspector. Der sagt, neben dem Feld Name steht E-Mail oder Telefon. Und im Feld Rolle, Number, steht die Zahl 42. E-Mail oder Telefon und Rolle 42. Und genau diese Angaben brauchen wir jetzt, denn die füllen wir jetzt in den AGR-Befehl. Ich schreibe also hier erstmal einen Kommentar, was das Ganze macht. Das ist das Grüne und dann schreibe ich AGR und dann die Rolle 42 und E-Mail oder Telefon. Der AGR-Befehl hat jetzt noch weitere Parameter. Ich will das mal kurz erläutern, was wir hier reinschreiben. Wenn ich auf F1 drücke und in der Zeile bin, kriege ich die Hilfe zum AGR-Befehl. So, der AGR-Befehl basiert auf den Angaben im ACC-Inspektor. Das sieht man hier nochmal erklärt in der Hilfe. Die Angaben im AGR-Befehl sind fix, das heißt, wir haben hier nicht das Prototype-Parametersystem, sondern alle Angaben folgen einer bestimmten Reihenfolge. Als erstes kommt die Angabe Rolle, das ist das, was hier drin steht, wenn wir über dem Objekt auf der Webseite sind. Dann kommt die Angabe, das steht hier, also die Rolle ist P1, dann kommt P2, der Name, das ist das, was in dem Feld hier steht, neben Name. Dann die Angabe Nummer 3, die haben wir leer gelassen, die heißt Value. Das ist der Wert in einem Feld, wenn ich jetzt da ein Textfeld habe, zum Beispiel, was da drinnen geschrieben steht, Value. Dann kommt Number of the Element, das ist P4. Wenn jetzt viele gleiche Elemente auf einer Webseite sind, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zwei leere Textfelder habe, die eigentlich kein Value haben, das sieht man jetzt im ACC-Inspektor, kann ich sagen, gib mir zum Beispiel das zweite passende Element. Dafür habe ich den Parameter Number. Flex, die können wir im Moment ignorieren. Es gibt auch noch Rolle-Parameter, die werden wir später anwenden. Und jetzt kommt hier die Waiting Time, das ist Parameter Nummer 6. Da haben wir hier eine 0 reingeschrieben. Also wir warten nicht, ob dieses Element auf der Webseite erscheint, sondern es muss da sein. Und jetzt, was soll der AGR-Befehl tun, wenn das Element nicht da ist? Dann macht er das, was in P7 steht, nämlich er springt zu diesem Label als Parameter 7. Das heißt, der Parameter 7 ist ein gültiger Label und der heißt onNotFoundJumpTo. Das heißt, wenn er diese Schrift nicht findet, und das bedeutet, wir sind schon eingeloggt in Facebook, wenn wir also schon eingeloggt sind, dann springen wir zu out. Den Teil, der nach out kommt, machen wir später. Der AGR-Befehl ist der einfachste Befehl, um jetzt hier im Web mal eine Stelle zu lokalisieren. Ich will jetzt mal kurz zeigen, was der AGR-Befehl macht, indem ich hier einfach ein MMV hinschreibe. Was jetzt passiert ist,
Der Browser wird geöffnet und die Maus fährt genau hier zu dieser Stelle E-Mail oder Telefon hin. Schauen wir uns das mal an. Er holt sich Login und Passwort, er öffnet den Browser, er wartet, bis die Seite aufgebaut ist. Er fährt zu der Stelle E-Mail oder Telefon. So, jetzt wird es interessant. Wir haben jetzt nicht direkt hier dieses Feld lokalisiert, weil da steht nichts drin und es könnten ja auch noch andere weiße Felder da sein, auch wenn wir es direkt lokalisieren könnten, sondern wir haben E-Mail oder Telefon lokalisiert. Wir wissen jetzt, wir sind im Anmeldebildschirm von Facebook und wir sind an der richtigen Stelle, aber schreiben wollen wir ja eigentlich hier rein, in dieses Feld hier unten. Was wir jetzt machen ist, wir verwenden den Befehl nav wie navigate und sagen ihm, geh mal von dem Feld, wo wir jetzt lokalisiert haben, runter in das nächste leere Textfeld. Dazu verwenden wir, wie gesagt, den Navigate-Befehl. Und der hat hier zwei Parameter. Wir sagen ihm, die Richtung ist down und die Rolle von dem Feld, das ist das, was hier steht, in Rolle Number, ist 42. Er soll also ein Feld suchen, das unter dem Feld ist, wo wir jetzt sind, mit der Rolle 42 und es wird genau dieses sein. Das ist der nächste Schritt und dann klicken wir in dieses gefundene Feld rein, einfach hier mit MLI. Proforma habe ich hier dann noch ein Wait for Input Idle, das heißt, danach warten wir, bis der Browser das verarbeitet hat. So, jetzt schließe ich mal den Browser und dann schauen wir, ob das soweit funktioniert. Wir lesen das Passwort ein, wir öffnen den Browser, warten, bis die Seite geladen ist, lokalisieren das Fenster, suchen die Stelle, navigieren runter und klicken rein. Wir sehen hier, der Cursor blinkt in dem Feld, das heißt, wir sind jetzt soweit. Wir können jetzt das Login hier reinschreiben. Um das Login reinzuschreiben, verwenden wir den Befehl skp sendkeypress und hier verwenden wir wiederum einen kleinen Trick, den ich kurz zeigen möchte. Wir haben ja hier das Login-Feld und hier das Passwort-Feld. Ich kann jetzt hier was reinschreiben und wenn ich dann die Tabulator-Taste klicke, komme ich in das Passwort-Feld. Also machen wir hier genau das Gleiche. Wir schreiben im Prinzip den Login rein, drücken auf Tab und dann schreiben wir gleich das Passwort. Auf die Weise sparen wir uns eine zweite Navigation nach rechts zu dem Passwortfeld, die aber auch möglich gewesen wäre. Und wie machen wir das jetzt mit dem Anmelden-Button? Ganz einfach wieder mit der Maus drauffahren, schauen, was steht im ACC, Objects Inspector. Der Name ist Anmelden, die Rolle-Number ist 43 und daraus machen wir jetzt wieder einen Befehl mit AGR. AGR, Rolle 43, Name ist Anmelden und wir sagen ihm wieder, der Button muss schon da sein, wenn nicht, springe nach Out, weil dann haben wir wieder ein Problem, wenn der Button fehlt. In dem Fall habe ich jetzt keinen Mausklick bei MMV gemacht, sondern nur, dass er einfach mal dahin fährt. Also er fährt jetzt hier zu dem Anmelde-Button. Das hat ganz fantastisch funktioniert. Mit sehr wenigen kurzen Befehlen sind wir jetzt hier hingefahren. Ein weiterer Klick und ich wäre eingeloggt in Facebook. Das habe ich absichtlich jetzt nicht getan, sondern nur einen Maus-Move hingeschrieben, keinen Maus-Klick, weil ich jetzt hier nämlich den Button angemeldet bleiben anklicken will und mich von Hand anmelden will, weil wir uns jetzt den Fall ansehen, was passiert, wenn ich schon in Facebook angemeldet bin und ich komme hier in dieses Login-Skript. Und das ist jetzt auch der nächste Punkt. Wir haben hier oben geschrieben, wenn er E-Mail oder Telefon nicht findet, soll er zum Label Out springen. Also den haben wir noch nicht, der kommt dann hier unten hin. Jetzt nehmen wir mal an, dass wir uns anmelden bei Facebook, so wie jetzt und schon eingeloggt sind. Ich mache jetzt mal den Label Out gleich hier hin und dann sehen wir,
dass das auch passiert. Die nächsten zwei Anweisungen kommen wir gleich noch dazu. Facebook wird geöffnet. Er sucht nach E-Mail oder Telefon. Die findet er jetzt natürlich nicht, weil wir ja schon eingeloggt sind. Jetzt springt er zu dem Label Out und beendet sich hier unten. Jetzt wollen wir, wenn wir schon angemeldet sind, uns auf jeden Fall abmelden, weil wir sicher sein wollen, dass wir unter diesem Account angemeldet sind. Dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich klicke hier auf Kontoeinstellungen. Das sehen wir hier wieder im ACC Objects Inspector. Wenn ich da drauf fahre, steht bei Name Kontoeinstellungen. Bei Rollennummer steht 43. Das ist genau das, was ich jetzt hier tue. Wir haben hier AGR 43, Kontoeinstellungen. Falls das nicht da wäre, springt er zu einem Unknown. Und Unknown, das ist jetzt eine Stelle, wenn ein unbekannter Fehler auftritt. Die wollen wir gleich mal einbringen. Das ist also die Stelle, wo wir hinspringen, wenn ein unbekannter Fehler auftritt. Das wäre übrigens auch hier der Fall. So. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, als nächstes klicken wir dann hier auf Abmelden. Wir sehen auch hier wieder im Objektinspektor. Und nochmal drücken. So. Im Objektinspektor, das ist Abmelden und die Rollennummer ist 43. Und genau das fassen wir jetzt hier wieder in einen AGR-Befehl. Also wie gesagt, das ist immer das gleiche Spiel. Drauffahren mit der Maus, schauen im ACC Objects Inspector, was steht da. In dem Fall zum Beispiel 43 Kontoeinstellungen und was wir eben jetzt drücken wollen, ist hier Abmelden. Und dann brauche ich hier Abmelden mit Rolle 43, daraus den AGR-Befehl formulieren und dann funktioniert das Ganze. So, und genau das machen wir jetzt mal. Ich schreibe mal den Befehl hier rein, das WII aktiviere ich dann hier oben. So. Der Kommentar steht schon drüber, Abmelden von Facebook, AGR 43. Hier haben wir jetzt ein spezielles Feature vom AGR verwendet, das will ich noch mal kurz zeigen, und zwar den sogenannten Rolle-Parameter. Wir können also hier hinter die Rolle ein Ausrufezeichen schreiben und dann eine ganze Reihe von möglichen Befehlen angeben, auch mehrere. Und diese möglichen Befehle sieht man hier. Das sind Inline-Commands. Diese Möglichkeiten hat man hier dann. So, schauen wir uns das nochmal im Zusammenhang an. Also, wenn wir feststellen, dass wir in Facebook schon eingeloggt sind, klicken wir hier auf Kontoeinstellungen. Sollte dieses Kontoeinstellungen nicht da sein, springen wir hier zu unbekannter Fehler. Wenn wir Kontoeinstellungen geklickt haben, dann geht ja das Menü auf, dann suchen wir nach dem Abmelden-Knopf und drücken da drauf. Zwei Befehle. Dritten Problem auf, springen wir nach unbekannter Fehler. Hier haben wir wieder ein Wait for Input Idle, das heißt, wir warten halt kurz, dass der Browser reagieren kann, geben ihm nochmal ein WBR, bis die Seite aufgebaut ist. Und jetzt kommt der Grund, warum wir oben den Label angegeben haben. Wir springen jetzt nämlich, nachdem wir uns von Facebook abgemeldet haben, wieder hier hoch zu Anmelden und melden uns dann wieder neu bei Facebook an. Und das probieren wir jetzt mal aus. Hier haben wir dann unser komplettes Facebook-Skript. Probieren wir es einfach mal aus. Jetzt sucht er nach E-Mail oder Telefon. Das steht natürlich nicht da. Springt nach Kontoeinstellungen, klickt auf Abmelden. Und springt hoch auf Anmelden, sucht wieder nach Mail oder Telefon, trägt Login und Passwort ein,
Klickt auf Anmelden, alles gut. So, das heißt, ich kann hier jetzt den Mausklick eintragen. Dann mache ich einfach ein MLI. Und wenn ich will, kann ich den sogar wieder hier inline schreiben. Und damit brauche ich nur einen einzigen Befehl. Und dann ist unser Skript auch schon perfekt. Ich mache es nochmal von vorne. So. Facebook Login startet. Und wir sind eingeloggt. So, wir sind jetzt aber eingeloggt mit dem Häkchen. Jetzt kommt Fall 2. In dem Fall wollen wir abgemeldet werden und dann wieder eingeloggt werden. Auch das hat tadellos funktioniert. So, jetzt will ich noch einen anderen Fall zeigen. Wir simulieren jetzt mal den Fall, dass ein schwerwiegender Fehler auftritt. Und dann zeige ich bei der Gelegenheit noch die Fehlerbehandlung. Um den Fehler zu simulieren, tue ich einfach mal hier eine Seite nehmen, die es nicht gibt. Dann komme ich in, dann laufe ich natürlich beim Browser öffnen in einen Fehler. Und praktisch sieht es dann so aus, wir haben eigentlich diesen Fehler schon behandelt, aber ich will nachher auch zeigen, wie man jetzt einzelne Fehler abfangen kann an dem Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, Facebook würde nicht aufgehen, weil die Seite nicht verfügbar ist. Dann würde das Gleiche passieren, wie wenn ich jetzt diese ungültige Domäne angebe. Er geht in den Browser und er stellt fest, da ist nichts und dann sagt er, could not log in, weil er eben hier nach unknown springt. Ich habe jetzt hier eben diese ungültige Domäne reingeschrieben und jetzt schauen wir uns nochmal an, was passiert, wenn ich das Skript damit laufen lasse. Das ist das Gleiche, was passieren würde, wenn Facebook nicht geladen werden kann, weil zum Beispiel kein Internet da ist oder Facebook nicht da ist. Wir haben jetzt hier schon mit dem AGR-Befehl gesagt, er soll dann hier zu Unknown springen, das hat auch funktioniert. Und jetzt wollen wir aber noch eine richtige Fehlerbehandlung einbauen. Das heißt, wir wollen feststellen, was für ein Fehler ist da passiert. Um das zu tun, ist das Einfachste, wir holen uns jetzt hier eine der neuen Systemvariablen. Die finden wir hier bei Components, Systemvariablen und Spezialordner und dann hier Systemvariablen. Und dann gibt es hier einen extra Abschnitt mit Systemvariablen, für den Mini-Robot-Browser steht hier Mini-Browser-Only. Und da finden wir spezielle Systemvariablen für Error-Codes, zum Beispiel diese hier. Und wir finden hier auch die Error-Codes, um welche Error-Codes sich im Einzelnen handelt. Wir können jetzt also nachschauen, Navigation to the Webpage was cancelled. Könnten wir jetzt schauen, welcher Error-Code das ist. Der einfachere Weg, um den Error-Code, wenn man den Error denn hat, rauszufinden, ist natürlich, wir lassen uns den einfach anzeigen. Deswegen schaue ich jetzt mal hier nicht, sondern ich gehe mal den einfacheren Weg. Das ist einfach, indem ich hier mir diese Systemvariable anzeigen lasse. Da steht der Error-Code ja drin und der erscheint dann hier in diesem Fenster, indem ich einfach das Skript darüber laufen lasse. Tue ich jetzt mal. Der Internet Explorer versucht, die Seite zu laden. Das Problem tritt auf.
Und das Problem hat den Errorcode 21085. Also das hier ist der Fehlercode von diesem Fehler, den wir herkriegen. Und genau den Fehler wollen wir jetzt abfangen. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach ein Beispiel, wie man mit einem solchen Fehler umgehen kann, um mal zu zeigen, wie man Fehlercodes behandelt. Es gibt jetzt diesen Befehl IBR, if Browser, und da kann man viele verschiedene Sachen abfragen, zum Beispiel IBR ohne Argument, kann man feststellen, ob der Browser schon fertig ist mit seiner Arbeit, die Seite geladen ist, oder man kann abfragen, wie gesagt, ob ein bestimmter Fehler oder ein Fehler nicht aufgetreten ist. Für uns ist das Richtige hier, IBR Error ist gleich, dann kommt unsere Zahl, die wir festgestellt haben, und dann bringen wir eine Meldung, Facebook ist offline, und go to unknown, das heißt, dann springen wir wieder zu unserem unknown Fehler. Und das probieren wir jetzt mal aus. Fehler ist aufgetreten, Meldung kommt, Facebook ist offline, Fragezeichen. Okay, und er springt zu unknown, so wie er das sollte. Damit haben wir unser erstes Login erfolgreich zu Ende gebracht. Schauen wir mal, was man noch alles mit dem Smart Package Robot machen kann.